Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten Tag hier der LogiMa 2024 und herzlich willkommen auch bei uns am Stand bei Jung Heinrich. Ja, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Jung Heinrich Markenbotschafter Talk und dazu begrüße ich zunächst einmal ganz herzlich den Jung Heinrich Vertriebsvorstand Christian Erlach. Hallo Christian, komm gerne zu uns, das ist dein Applaus. Und ich begrüße ebenso herzlich Jung Heinrich Markenbotschafter Nico Rosberg. Herzlich willkommen. Hallo an euch alle, freut mich sehr hier zu sein. Servus, alle Nico. Alle Jahre wieder. Nico, du bist gerade eben angekommen. Wir haben heute schon den zweiten Tag, das heißt, wir haben schon einiges hinter uns. Du hast gerade, glaube ich, so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die erste Runde gedreht. Was ist denn so dein erster Eindruck vom Jung Heinrich Stand? Ja, erstmal die Anteilnahme finde ich riesig dieses Jahr. Also das ist toll zu sehen. Und dann, was natürlich sofort ins Auge fällt, ist dieser Wandel zur Digitalisierung jetzt. Weniger Maschinen in der Ausstellung, sondern alles digital, vernetzt. Ich denke mal, das ist so der erste Eindruck. Ja, ist natürlich jetzt für dich keine große Überraschung, denn du begleitest natürlich Jung Heinrich das ganze Jahr über. Und mit Sicherheit hat sich auch in den letzten 12 Monaten seit der letzten LogiMa einiges getan. Beispielsweise gab es deinen 70. Geburtstag. Was ist noch so passiert? Ja, es war sehr bewegend. Der große Geburtstag in Hamburg, da durfte ich auch teilnehmen. Meine Frau ist aus Hamburg, also ich habe da sowieso eine große Vernetzung in die Stadt. Und dann durfte ich auch als Jung Heinrich Botschafter in die USA reisen, nach Texas. Und da waren dann 500 der größten Kunden da. Und auch da wirklich große Anteilnahme. Die sind noch zurück in der Elektrifizierung. Aber dementsprechend ist das Land natürlich auch eine Riesenchance für Jung Heinrich, weil ihr seid ja Vorreiter in der Elektrifizierung. Die sind auch riesen Formel-1-Fans. Also da war ein richtig großer Hype dann, als ich da sein konnte. Es hat richtig gut funktioniert. Und also das ist eine andere schöne Story gewesen. Ja, Christian, Nico hat es ja gerade eben schon gesagt, ihm ist die Message des Standes sozusagen sofort aufgefallen und da vorne steht es ja auch geschrieben, Solutions that fit from every perspective. Das heißt also, in diesem Jahr liegt der Fokus bei Jung Heinrich weniger auf den einzelnen Produkten und damit mehr auf der Gesamtlösung, ihr als Lösungsanbieter. Was bedeutet das für eure Gäste und schlussendlich für eure Kundinnen und Kunden? Ja, also im Endeffekt, wir waren früher ja sehr stark auf Produkte fokussiert. Wir haben natürlich auch diesmal wieder ein paar neue Highlights dabei, die kann man hier gerne ansehen. Der Arculi M ist eines davon, aber ein Produkt alleine, so toll es auch sein mag, wird nicht alles das herausholen. Es geht vielmehr um die Lösung und das versuchen wir hier darzustellen. Ja, da geht es darum, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, zu schauen, was ist genau deine Anwendung. Da gibt es keine Standards und wir schaffen es dann gemeinsam mit unseren Kunden, die beste Lösung für ihn im Sinn von Effizienz, aber auch Nachhaltigkeit zu schaffen. Und das versuchen wir hier auf dem Stand darzustellen. Und ja, wir haben auch das erste Mal die reale Welt und die digitale miteinander verschmolzen. Das ist ein Konzept, das bisher gut Anklang gefunden hat. Ich hoffe, Sie mögen es auch. Ja, und Nico, da schließt sich ja im Grunde genommen auch so ein ganz klein bisschen der Kreis zu dir als Markenbotschafter für jemanden, der aus dem Rennsport kommt, aus der Formel 1. Denn da geht es ja am Ende, auch wenn das vielleicht für den Außenstehenden oder die Außenstehende so aussehen mag, auch nicht nur um das schnellste Auto oder den besten Fahrer, sondern das Gesamtsystem, man könnte auch sagen die Lösung, ne? Ja, ja, klar. Also in der Formel 1, das weiß ich so gut wie wenige, dass auch da kann man nur gewinnen, wenn man wirklich diese 360-Grad-Einheitslösung hat, wo jeder Bereich halt führend ist. Und selber, wir hatten dann den besten Motor, beste Chassis, aber schlechte Aerodynamik. Und da konnten wir nicht gewinnen, bis wir die Aerodynamik auch hinbekommen haben, bis das alles Hand in Hand perfekt funktioniert hat. Und dann haben wir angefangen, alles in Grund und Boden zu fahren und alles zu dominieren. Und das ist natürlich euer Anspruch genauso hier. Und so wie ich das sehe, seid ihr da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, nun befindet sich natürlich der Gesamtmarkt in der Veränderung und das gilt natürlich auch für die Intralogistik. Welche Herausforderungen und Veränderungen sind es denn, die heute dazu geführt haben, dass es mehr Sinn macht, von Lösungen zu sprechen, als nur auf die einzelnen Produkte zu zeigen, auch wenn die natürlich nach wie vor wichtig sind, wie gerade gesagt. Produkte sind wichtig, keine Frage, aber es geht im Endeffekt, also Intralogistik wird, die Schlagzahl wird höher, das wird immer komplexer, die Verzahnung der einzelnen Komponenten wird immer intensiver, alles wird zusammengeführt, Datenfluss ohne Ende. Und da ist das einzelne Produkt Teil der Lösung, aber definitiv nicht das Optimum alleine. Ja, das heißt, wir designen mit unseren Kunden in langen Gesprächen, das ist ein mühsamer Prozess, aber ein wichtiger Prozess, die wirklich optimale, perfekte Lösung. Und ganz offen, auch hier auf der Messe, gestern hat unser Fachberater gesagt, wenn ich ein Produkt vorstelle und der Kunde geht von der Messe weg, ja, dann wird die Erinnerung immer schwächer.
Wenn ich den Kunden aber mit einer Idee, mit einem Konzept, mit einer Lösung heimschicke, dann wächst die. Ja, und das ist für uns alle gut so. Ja, nun merken wir natürlich einige Highlights oder einige Themen, die hier auch bei Jungheinrich insbesondere behandelt werden. Beispielsweise ist es das Thema Automatisierung. Wir befinden uns ja immerhin hier in der Mobile Robot Arena. Darüber hinaus geht es beispielsweise um so Themen wie Lithium-Ionen-Technologie und das Ganze führt uns zur Nachhaltigkeit. Du hast an mehreren Stellen schon gesagt, dass Nachhaltigkeit aber nicht automatisch Verzicht bedeutet. Was heißt das? Ja, also kurzfristig natürlich manchmal schon. Aber ich bin überzeugt, dass mittelfristig, langfristig halt Nachhaltigkeit der richtige Weg ist. Nicht nur für unsere Umwelt, aber auch zum Erfolg. Ich glaube, immer mehr werden alle darauf achten. Und wenn man erfolgreich sein möchte, auch in der Zukunft, dann ist das absolut wichtig, da Vorreiter zu sein. Und ich weiß auch da, dass ihr das extrem ernst nimmt. Ihr habt ein ganzes Nachhaltigkeitsteam aufgebaut, auch innerhalb von Jungheinrich, um die ganzen Emissionen durch die ganze Supply Chain und alles zu berechnen und zu bearbeiten. Also auch da sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen stehe ich auch hier. Ich habe selber gerade das Nachhaltigkeits-Pin an von den United Nations, von unseren 17 Zielen, woran wir uns alle richten sollten. Und bin da selber sehr aktiv, ja, und sehr, sehr gerne aktiv. Ja, auf jeden Fall, denn bald findet ja in Berlin schon wieder das Green Tech Festival statt. Ich glaube, im Mai ist es soweit, kann das sein? Ja, ich glaube, das kommt hin. Und da bedeutet das ja auch, dass große Unternehmen mit kleinen zusammenkommen. Also man könnte auch Startups kommen mit den Etablierten zusammenkommen, könnte man sagen. Was können denn eigentlich die Startups ganz besonders gut? Was bringen die mit an den Tisch, was gegebenenfalls die Etablierten nicht ganz so gut können? Startups sind natürlich im Herzen der Innovation oft unterwegs und das sieht man auch hier bei dem Startup, was Jungheinrich zuletzt dazu gekauft hat, Magazzino, sehr, sehr beeindruckend. Und was die halt jetzt so stark machen, die Sensorik, das ist ja relativ Standard, ja. Aber die Komplikation ist dann die Software, um die Automobil des mobilen Roboters zu gewährleisten. Und Magazzino in dem Sinn hat ein sehr junges Team und da sind 70 Softwareentwickler sogar in dem Team von einem Team von 120, also überwiegend Softwareentwickler und das machen die mit großer Begeisterung und sind da absolut Vorreiter und deswegen auch so sinnvoll dann für Jungheinrich da mit diesen Startups zusammenzuarbeiten, weil das einfach ein riesen Win-Win dann ist. Ja, Christian, kann ich eigentlich nur an dich fragen, würdest du das, was der Nico gerade gesagt hat, so unterschreiben? Denn es ist ja nicht nur der Soto vom Magazzino für den Behältertransport, sondern angangs hatten wir schon den Aquile von Arculus genannt. Was ist eure Position? Also ich kann es nur zu 100 oder besser 110% unterstreichen, das ist völlig richtig so. Wir reden von Lösungen aus jeder Perspektive richtig und diese Startups bringen Kompetenz, aber auch neue Perspektiven ins Unternehmen. Ja, das sind Themen, die uns sehr, sehr gut tun, die uns als Jungheinrich insgesamt nach vorne bringen und was wir den Herrschaften geben, ist eine Plattform, wo die ihre grandiosen Ideen skalieren können. Natürlich mit Hilfe unserer Kunden, wenn sie die Lösungen kaufen und annehmen und anwenden. Aber das sind die Themen, warum die für uns wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Ja, ich möchte einen allerletzten Punkt an dieser Stelle noch streifen. Wir haben ja bisher so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr andere Unternehmen im Bereich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit unterstützt. Wie sieht es da mit euren eigenen Bemühungen aus? Wo ist gerade der Status quo im Bereich Jungheinrich und Nachhaltigkeit? Ja, das ist natürlich walk the talk. Ja, also das eine tun und das andere machen, also eine sagen, das andere machen, das ist nicht unser Stil. Für uns ist das wirklich Leidenschaft. Also Nachhaltigkeit ist kein Sticker mehr, den man am Anzug trägt, um sich irgendwie besser darzustellen. Das ist ein Thema, das für uns alle unglaublich wichtig ist, das uns beschäftigt. Und wir haben uns dem Ziel verschworen, bis 2030 Scope 1 und 2 klimaneutral zu sein. Das ist ein harter Weg, das ist anstrengend, das ist aber total wichtig. Es gibt Länder, wo wir jetzt schon CO2-freien Kundendienst After-Sales-Service anbieten. Wir haben so gut wie nur mehr Renewable Energy, die wir verwenden. Wir stellen unsere Flotten auf Elektrofahrzeuge um, also wir tun da eine ganze Menge, wir investieren eine ganze Menge, um da wirklich Schritte nach vorne zu gehen. Und das kommt auch sehr, sehr gut bei unseren Kunden an. Ja, und das ist der zweite Aspekt, wir versuchen für unsere Kunden der Partner zu sein, mit denen es ihnen am besten gelingt, ihre Nachhaltigkeitsziele, und die haben mittlerweile mehr oder weniger alle, auch wirklich zu erreichen und zu realisieren. Da gibt es Beratung dazu, wie Intralogistik auch nachhaltiger funktionieren kann. Da sind wir die Spezialisten. Ja, und Nico, das letzte Wort in dieser Runde gehört dir. Wie beurteilst du denn das Jungheinrich-Nachhaltigkeitsengagement aus deiner Position als Markenbotschafter?
Ja, ich wäre ja nicht hier, wenn mich das nicht begeistern würde, weil die ganzen Werte passen halt toll zusammen. Familienunternehmen, ich bin auch ein Familienmensch, seit 20 Jahren jetzt mit meiner Frau zusammen. Deutschland natürlich und Nachhaltigkeit, was eine neue Passion jetzt von mir geworden ist. Und das auch wieder dazu finden ist bei Jung Heinrich. Ja? Also da sind viele Synergien, Elektromobilität. Ich bin gerade gestern voll elektrisch von der Falterbach, von AMG hier runtergekommen. Also viele Synergien und deswegen bin ich da sehr, sehr gerne dabei und unterstütze das sehr gerne. Ganz, ganz große Klasse. Ja, übrigens, bleiben Sie jetzt gerne noch hier, denn jetzt geht es nämlich gleich darum, dass Nico Rosberg gegen Christian Erlach im Staplerlager fährt. Aber an dieser Stelle darf ich euch beiden trotzdem schon mal danken. Dankeschön, Nico Rosberg, und Dankeschön, Christian Erlach.